Stricken und Stricken. Jeden Tag das gleiche Werkeln. Und jeden Tag das gleiche Elend. Da stopfe ich ein Loch oben und morgen fasse ich in ein neues Loch unten. Altes Zeug zum Wegwerfen, besser als zum Anziehen. Nicht einmal der Ofen ist dicht. Ich ersticke noch an dem Rauch. Aber wer kann den Wind aus einem Haus aussperren, wenn überall die Löcher und Ritzen ihn geradezu einladen, hereinzupusten? Dreckshütte, sag ich, und Dreckswind. Oh, nicht der Wind. Oh, entschuldigt, die Frau Nachbarin, dich habe ich nicht erwartet. Ich störe. Ich wollte nur, aber dann gehe ich gleich wieder. Nein, nein, du störst nicht. Aber ich hatte gerade ein Wörtchen mit dem Wind zu reden. Du redest mit dem Wind? Nur, wenn ich mich ärgere. Das heißt, wenn er mich ärgert. Ich rede nicht mit dem Wind. Aber wenn du nicht mit mir reden willst... Davon kann keine Rede sein. Also dann gehe ich. Du bleibst. Aber du hast doch gerade gesagt... Nichts habe ich gesagt. Doch du redest die ganze Zeit. Also bist du nur gekommen, um mit mir darüber zu reden, dass ich nicht reden soll? Aber du hast doch angefangen. Ich fange gar nichts mehr an, weil in dieser Hütte nichts mehr anzufangen ist. Also gut, ich will nicht mit dir streiten. Ich wollte nur fragen, ob du mir ein Stückchen Brot leihen kannst. Die Kinder, du weißt... Brot... Brot, willst du mich verspotten? Sieh im Schrank nach und sag mir, wo du Brot findest. Sieh auf dem Tisch nach, da ist nichts. Und wenn du meinst, meinem Alten sprengen die Prachtfische nur so ins Netz, dann täuschst du dich. Seit einer Woche fischt er nichts als Wasser. Ein paar Kartoffeln kannst du haben. Da, nimm sie. Wer nichts zu beißen hat, mag sagen, wie wunderbar schmeckt doch eine Kartoffel. Aber wenn man's jeden Tag sagen muss, hängt einem bald der Kartoffelbrei zum Hals heraus. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und dann sage ich dir halt Dank für die Kartoffeln. Bleib doch ein wenig. Wenn es schon nicht viel zu beißen gibt, zum Schwätzen werden wir genug haben. Oh, schon wieder Besuch? Dann gehe ich. Gehe ich besser. Und noch einmal schönen Dank. Frau, gibt's was Heißes zu trinken? Dann muss ich hinaus aufs Wasser. Hörst du, der Sturm hat sich gelegt und ich will's noch einmal versuchen. Schenk dir eine Tasse voll ein. Die Kanne steht auf dem Ofen, das siehst du ja. Du hast aber heute die Freundlichkeit wieder mit Kochlöffeln geschöpft. Ich habe einfach keine Lust, mir vom Wind den Rauch ins Gesicht blasen und mir die feuchte Seeluft in die Augen werfen zu lassen. Und überhaupt, ich halte es hier nicht mehr aus. Habe ich nicht getan, was ich tun konnte? Habe ich dir nicht gegeben, was ich hatte? Heraus will ich, Mann! Begreifst du das nicht? Du tust mir leid, Frau, wenn du so sprichst. Deine Sanftmut macht mich wütend. Geh jetzt hinaus, sonst schreit mir die Wut aus dem Mund. Und fange so viele Fische, dass wir auf dem Markt ein gutes Stück Geld dafür bekommen. Sonst brauchst du gar nicht zurückkehren. Frau, auch das Darben hat ein Ende, wie alles, was uns drückt. Musst du dir's denn so zu Herzen nehmen? Mach nicht viele Worte jetzt. Nimm deinen Umhang und sieh zu, dass du heute nicht nur Wasser und Wind im Netz nach Hause bringst. Das Wetter war gut. Und wenn ich das Glück hätte, das meine Frau mir wünscht, müsste ich eigentlich was gefangen haben. Dann will ich mal nachsehen. Da, schau her. Ein Fisch. Ein richtiger großer Butt. Pürschchen, jetzt geht's ins Freie. An die frische Luft. Und dann musst du wohl dem Wasser Ade sagen. So ein Glück. So ein Glück. Fischer. Fischer. Hörst du mich? Hör mir zu. Hoppla. Zum Glück auch noch die Überraschung. Das nenne ich mir einen Tag. Oder... habe ich mir das nur eingebildet? Da doch. Nein, niemand hat gesprochen. Fischer, Fischer, hörst du mich? Hör mir zu. Also doch, ein Butt, der redet. Sowas ist mir noch nicht vorgekommen. Ich habe einen Butt gefangen, der sprechen kann. Wenn das meine Frau, wenn das Dorf erfährt. Hör gut zu, Fischer. Ich bitte dich. Lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt. Ich bin ein verwünschter Prinz. Ein Prinz? Was würde es dir helfen, wenn du mich tötest?
ich würde dir nicht schmecken. Und wenn du mich verkaufst, ich würde niemand schmecken. Ich habe einen Prinz gefangen? Setze mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Nun gut, du brauchst gar nicht so viele Worte machen. Einen Butt, der sprechen kann, den hätte ich doch wohl schwimmen lassen. Dann lass mich frei. Da, schwimm los. Und pass auf, dass ich dich nicht wieder ins Netz und an die Angel bekomme. Hast du so viele Fische gefangen, dass du sie nicht tragen konntest? Hast sie wohl draußen am Strand liegen gelassen? Ich hab was gefangen. Ich hab den Butt, ja, einen Prinzen, wollte ich sagen, hab ich gefangen. Mann, Mann, der Wind hat dir wohl den Verstand aus dem Hirn gebeutelt. So, weil du kein Glück hast, weil du keine Fische fängst, fängst du jetzt Prinzen. Und nun fehlt nur noch, dass du sagst, ich soll dir zum Abendessen einen Prinzen braten. Aber mein Prinz... Frau, du machst mich ganz konfus. Mein Butt hat gesprochen. So, reden konnte der Butt auch noch. Der Butt, mein Prinz, ich meine, der Butt, den ich gefangen habe, konnte sprechen. Er sagte, er sei ein verwunschener Prinz. Und da habe ich ihn wieder schwimmen lassen. Du hast ihn einfach wieder schwimmen lassen? Hast du dir denn nichts gewünscht? Was hätte ich mir denn wünschen sollen? Du Döskopf. Mann, da hat er das Glück in der Hand und lässt es wieder aus. Sollen wir ewig in diesem Loch bleiben? Hier stinkt es und der Wind bläst überall herein. Hättest dir wenigstens ein anständiges Häuschen vom Butt wünschen sollen. Geh noch einmal hinaus. Ruf den Butt und sage ihm, wir wollen eine ordentliche Hütte von ihm haben. Das geht doch nicht. Was geht nicht? Du hast deinem Prinzen das Leben gerettet. Ist sein Leben nicht mehr wert als eine Hütte? Hat er nicht dankbar zu sein? Wenn du meinst, Frau. Nur weil du meinst. Endlich begreifst du. Also los, sonst besinnst du dich noch einmal. Und denk daran, du hast ihn gefangen und wieder freigelassen. Ja, Frau. Dann will ich mal, wenn ich schon muss. Ich will's nicht. Mir ist nicht wohl in meiner Haut. Und auch das Meer gefällt mir heute nicht. Mir ist, als wollte es zu mir sagen, geh nach Hause, mach die Läden zu. Ein Sturm wird kommen. Ich mag das Licht nicht, das mir in die Augen sticht. Nein, nein, das ist nicht der rechte Augenblick. Ich kann's nicht. Ich will's nicht. Aber ich muss. Ich muss, weil sie es will. Manche, Timpete, Butche in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? Ach, sie sagt, ich hätte dich doch gefangen, ja. So sagt meine Frau und ich, sie meint, ich hätte mir doch etwas wünschen sollen. Sie will, sagt sie, nicht mehr in dem elenden Loch wohnen. Du sollst uns ein ordentliches Häuschen geben. Geh nur heim. Sie hat das Häuschen schon. Das nenne ich mir einen Erfolg. Zum Häuschen auch noch die Einrichtung. Drinnen Kästen und Kisten voll mit Geschirr und Bettzeug. Schöne Kissen, feine Tücher, Betten, in denen sich's gut schläft, denke ich. Beinahe wie bei den feinen Herrschaften. Ja, guckt euch nur die Augen aus dem Kopf, Frau Nachbarin. Ich sehe nicht recht. Du siehst ganz recht. Und ich sage dir auch, warum. Mein Mann ist jetzt befreundet mit einem Prinzen. Und der Butt, nein, der Prinz, meine ich, der ist eben dankbar. Lauter dummes, unverständliches Zeug. Geh schon. Sag's weiter, was du gesehen hast.
Blas es aus wie der Wind. Und geschwind sollen es alle wissen, dass nun eine andere Zeit begonnen hat. Die Zeit, in der meine Wünsche in Erfüllung gehen. Nein, sowas, sowas. Nein, nein. Bist du es oder bist du es nicht? Hab ich dir nicht gesagt? Man darf das Wünschen nicht vergessen. Mein Rat hat sich gelohnt. Das siehst du doch. Das Häuschen kann sich sehen lassen. Und die Hühner im Garten hinter dem Haus. Die Gänse gehören auch dazu. Und alles gehört jetzt uns? Du sollst gleich sehen, wie es drinnen ist. In der Stube und in der Kammer, in der die Betten stehen. In der Küche und in der Speisekammer. Frau, wie ist das nur geschehen? Hast du nicht einen Prinzen zum Freund? Ja, dann soll es so bleiben. Und dann wollen wir recht vergnügt leben und zufrieden sein mit dem, was wir haben. Das wollen wir mal bedenken. Und nun setzt du dich zur Ruhe und rauchst dein Pfeifchen. Ich werde in die Stadt gehen und mich umsehen. Denn verstecken vor den anderen Leuten muss ich mich wohl nicht mehr. Hast du keine Augen im Kopf? Rennt mir gegen den Karren und schüttelt mir die Brezen und Becken durcheinander. Fische, frische Fische! Oder eine Brezel oder zwei vielleicht. Weil ihr an meinen Karren gerumpelt seid, das wäre das Mindeste. Das Haus da vorne, hinter dem Tor. Sag, wem gehört das große Haus? Das weißt du nicht. Da wohnen der König und die Königin. Es hat so viele Zimmer, dass du dich drin verlaufen kannst. Ein schönes Haus. Ein großes Haus. Das soll er mir bringen. Das muss er mir bringen. Was soll ich dir bringen? Esel, nichts will ich von dir. Ich will nach Hause. Geh mir aus dem Weg. Eile mit Weile. Noch einmal sag ich's. Nirgendwo wirst du so gute Wecken finden wie bei mir. Ach, lass mich mit deinen Wecken. Ich bin in Eile. Das siehst du doch. Dreh dich nicht weg, sondern höre gut zu. Ich denke nicht daran, ewig in diesem Häuschen zu verbringen. Es ist eng. Und auch der Hof und der Garten könnten größer sein. Ich war in der Stadt. Da wohnt der König in einem großen Schloss. So ein Schloss möchte ich haben. Dein Butt hätte uns ein größeres Haus schenken können. Ach, Frau, ist's nicht gerade recht für uns in dem Häuschen? Ich muss in einem Schloss wohnen. Ich halte es hier nicht mehr aus. Geh hin zum Butt, sag ihm, er soll uns ein Schloss schenken. Warum sollen wir in einem Schloss wohnen? Soll ich mich noch länger selbst anziehen? Dafür gibt es Hofdamen. Soll ich noch länger selbst kochen? Dafür gibt es einen Koch. Was soll ich machen? Geh hin zu deinem Butt. Er soll sich anstrengen. Nein, Frau. Gerade erst hat uns der Butt das Häuschen gegeben. Ich will nicht wiederkommen, wieder bitten. Der Butt könnte sich ärgern. Geh doch. Der Butt kann es ganz gut. Er wird dir gerne helfen. Warum nur muss alles immer so sein, wie du es willst? Manche, Timpe, Tee, Butche in der See. Meine Frau, die Ilse Bill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? Ach, sie will in einem großen Schloss wohnen. Geh nur heim. Sie wohnt schon im Schloss. Versalzen. Wieder versalzen.
Der Koch hierher, sofort. Der Koch, hierher, sofort. Schrei nicht so. Hierher, sofort. Da bin ich. Ihr habt rufen lassen. Da, nimm die Suppe. Ich nehme die Suppe. Probiere er. Ich probiere. Was schmeckt er? Suppe, natürlich Suppe. Dummkopf, die Suppe ist versalzen. Die Suppe ist versalzen, sagt ihr. Oh, du sollst schmecken, dass die Suppe versalzen ist. Ich werde, ich muss natürlich, sofort selbstverständlich, der Küchenjunge. Ich werde, ich muss ihn bei den Löffeln nehmen. Eine Schande. Wenn ihr nicht in 5 Minuten eine bessere Suppe kochen könnt, seid ihr alle, alle entlassen. Hörst du oder sind deine Ohren verstopft? Ich höre, ich werde. Pack dich! Frau Gräfin, den habe ich aufgegriffen. Er ist vor dem Schloss umhergeschlichen und hat so komisch alles angesehen. Ein Vagabund, denke ich. Laufe hinzu, packe ihn. Lass mich los! Du hältst dich still, Freundchen, sonst... Ich hab ein Recht, hier zu sein. Frau Gräfin, hört ihr? Er ist ein frecher Landstreicher. Lass ihn los. Er soll hier bleiben. Ich höre nicht recht. Es ist so, wie ich es sage. Und nun verschwinde, lass uns allein. Ha, mit einem Landstreicher. Na, ist das nun nicht schön? Ich muss mich erst vom Zupacken dieses Lümmels erholen. Ja, ja. Kleider erst machen, Leute. Es ist Zeit, dass du dich umziehst. Dein Butt hat für alles gesorgt. Die Schränke sind voll. Was meinst du? Es wird uns gefallen im Schloss. Ach ja. Wenn es so bleiben könnte, soll es mir recht sein. Und ich will gerne zufrieden sein, dass uns der Butt so geholfen hat. Da wollen wir mal drüber nachdenken. Und eine Nacht drüber schlafen. Jetzt zieh dich um. Das Essen wird gleich aufgetragen werden. Du wirst sehen, wenn du erst die neuen Kleider anhast, werden alle vor dir den Rücken krumm machen. Draußen. Der Wald, die Äcker. Das alles will ich. Mann, ich will's. Und ich muss es haben. Können wir nicht König werden über das ganze Land? Geh zu deinem Butt und sag ihm, wir wollen König sein. Ach, Frau, was wollen wir König sein? Ich will kein König sein. Nun, willst du nicht König sein, so will ich König sein. Geh hin zum Putt, geh hin. König will ich sein. Ach, Frau, das kann ich nicht sagen. Warum denn nicht? Geh sofort hin und sage, ich muss König sein. Frau, das ist nicht recht. Das ist nicht gut. Ich will nicht gehen, aber du willst ja nicht auf mich hören. Los. Das bläht sich ja überall. Überall Blasen. Graues, stinkendes Wasser. Ich möchte weglaufen, davonlaufen. Ach, Frau, Frau, warum hast du mich hergeschickt? Manche, Timpete, Butche in der See. Meine Frau, die Ilse Bill, will nicht so, wie ich wohl will. Was will sie denn? Ach, sie will König werden. Geh nur heim. Sie ist es schon. Ich will Musik hören. Musik! Mir ist es zu still hier. Trompeten und Geigen sollen spielen.
Ein König muss unterhalten werden. Majestät, wie ihr bestimmt, so soll es sein. Ich gebe das Zeichen. Die Musik soll beginnen. So ist es recht. So soll es sein. Die Frau Majestät sagt, sie sei mit euch bekannt. Ich wollte sie nicht vorlassen. Aber sie hat gezetert, dass die Tauben auf dem Dach sich vor Schrecken geschüttelt haben. Was willst du? Wer bist du? Jetzt, Frau Nachbarin. Was sagt sie? Da du König geworden bist, kannst du mir helfen. Du wirst mir helfen. Du weißt, meine Tochter, die Liese... Ich kenne keine Liese. Jeder macht sein Glück mit seiner eigenen Hand. Hier ist kein Platz für dich. Sieh doch deine Kleider an. Geh schon. Wache, bring sie weg. Sofort, Majestät. Wie ihr befehlt. Frau, das darfst du nicht tun. Sei dankbar, dass du König geworden bist. Und sollen Könige nicht den Armen helfen? Was helfen, was König? Mir ist das Königsein schon langweilig geworden. Ich kann es nicht mehr aushalten, will es nicht aushalten. Mann, lauf, geh zu deinem Putt und sag ihm, König bin ich, aber nun muss ich auch Kaiser sein. Ach, Frau, Kaiser kann der Putt nicht machen. Ich mag's dem Putt nicht sagen. Kaiser ist man einmal im Reich. Das kann der Putt nicht machen. Das kann und kann er nicht. Was? Ich bin König. Und du bist mein Mann. Willst du gleich hingehen oder soll ich die Wache hinbringen? Kann der Butt den König machen? Kann er auch den Kaiser machen? Ich will und will Kaiser sein. Manche, Timpete, Butche in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Ja, was will sie denn? Ach, Butt, meine Frau... will Kaiser werden. Dann geh mal heim. Sie ist es schon. Bist du nun zufrieden, Frau? Ist das nicht schön? Dass du Kaiser bist? Was siehst du mich so an? Ja, ich bin Kaiser. Kaiser. Und nun will ich auch Papst werden. Geh hin zu deinem Butt. Ach, Frau, was willst du eigentlich nicht? Aber Papst werden, das kannst du nicht. Denn Papst gibt es nur einmal in der Christenheit. Das kann der Butt nicht machen. Rede nicht lang. Dreh dich um und geh. Ich bin der Kaiser. Du bist mein Mann. Als Kaiser sage ich dir, was du zu tun hast. Nein, nein, ich habe Angst. Mir zittern die Knie. Das ist zu viel. Das ist zu viel, Frau. Frau, du versündigst dich. Geh. Geh zu deinem Butt. Manche, Tempete, Butcher in der See. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich wohl will. Ja, was will sie denn? Ach, sie will Papst werden. Geh nur heim. Sie ist es schon. Frau, nun bist du sogar Papst. Ist das nicht schön? Und nun sei zufrieden. Mehr kannst du nicht werden. Ach, ich will, dass die Sonne aufgeht, wenn ich es sage. Ich will den Mond aufgehen lassen. Ich will dem Wind sagen,
wenn er wehen soll. Ich will den Sommer und den Winter machen. Ich will. Das kann nur der liebe Gott. Dann gehst du hin zu deinem Butt und sagst, ich will wie der liebe Gott sein. Frau, was hast du da gesagt? Hab ich noch Ohren, um recht zu hören? Hab ich noch Augen, um recht zu sehen? Du hast gehört, was ich gesagt habe. Ich will sein wie der liebe Gott. Das darfst du nicht sagen. Das kann der Butt niemals. Er kann den Kaiser machen. Er kann den Papst machen, aber nicht. Nein, das geht nicht. Bitte sei zufrieden. Bleibe Papst. Ich werde dir zeigen, wer hier befiehlt. Hinaus! Tu, was ich dir gesagt habe! Niemand, hörst du? Niemand hat das Recht, mir zu sagen, was ich tun soll. Auch du nicht. Und ich werde nicht zufrieden sein, ehe ich nicht bin wie der liebe Gott. Ich will, dass die ganze Welt nach meinen Wünschen lebt oder untergeht. Geh zum Butt! Manche, Timpetee, Butche in der See. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich wohl will. Ja, was will sie denn? Butt, ich kann es dir nicht sagen. Sie hat dich zu mir geschickt. Sag, was sie dir aufgetragen. Ach. Sie will, nein, ja, sie will werden wie der liebe Gott. Sitzt schon wieder in ihrem alten Dreckloch.